Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Moment, wir könnten einmal nach unten gehen. Genau, unser Trank ist nämlich fertig. Und, was mache ich denn hier? Ich habe was herausgefunden. Und zwar habe ich mir eine alte Aufnahme von mir selber angeguckt. Sehr, sehr intelligent. Manchmal sollte man das tun, weil man dann Dinge herausfindet, die man vorher schon wusste. Ja. Und zwar geht es darum, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wenn ihr die anderen Folgen auch verfolgt habt. Wobei ich dazu sagen muss, es hat halt... meine Kürbisse sind fertig. Es hat halt eben lange gedauert, dass ich... also bis ich wieder weiter aufnehmen konnte. Und entsprechend, ja, habe ich das dann auch nicht so richtig mitbekommen, beziehungsweise hatte das dann nicht mehr so im Kopf, was einem eigentlich alles schon gesagt wurde. Haben wir noch was? Ja, wir können noch zwei Sachen einsammeln. Sehr schön. Heute ist ja ein toller Tag hier zum Einsammeln. Wohne ich auch noch, wie ich sehe. Oh, ja, 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 ja. Hier ist ja wirklich viel zu tun heute. Wenn ich den anvisiert kriege, heißt das. So. Der dürfte theoretisch nicht sein, ne? Sonst würde das angezeigt werden. Ach so, Moment. Das ist auch noch nicht fertig. Okay, das nehmen wir mal eben mit. Wir müssten uns auch gleich noch um die Tiere kümmern. Ich hoffe, ich denke da dran, weil ich möchte nämlich ehrlich gesagt gerne als allererstes mal kurz gucken, ob der Kai da ist. Unser Surferboy. Weil das Problem ist, wir haben jetzt Samstag und es ist sehr früh am Morgen. Hallöchen. Guck doch nicht immer so traurig. I wish Hazel were still here. If she'd been in Town Hall when Natalia said what she did. Yeah. I literally shudder to think about what Grandma would have done. Ja. Mein süßer Wesley sitzt nicht hier. Nein, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Bitte sag mir, dass er später aufmacht. Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr. Auf jeden Fall hat er geöffnet heute. Das ist schon mal gut. Dann können wir uns jetzt erstmal eben um die Tiere kümmern. Mit dir will ich gar nicht erst reden. Moment, wieso läuft er eigentlich hier rum? Achso, der geht wahrscheinlich nur in den Wald rein oder so, ne? Denke ich mal. Dann können wir hier nochmal eben schauen, ob wir irgendwas finden, so auf die Schnelle. Ah, da ist noch ein Pilz. Weil, um das nochmal eben auszuführen, was ich eben angefangen hatte. Ich habe mir eine alte Folge von mir angeguckt. Und zwar, um genau zu sein, es war, glaube ich, die Folge vor der letzten Folge jetzt hier vor. Und da habe ich mir das jetzt mal alles genau angeguckt, was die eigentlich nochmal gesagt hatten und so, weil es ja doch schon ein bisschen länger her ist. Ich dachte, ich könnte das alles machen oder weitermachen, ohne dass ich mir das nochmal angucke. Aber ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl. Und tatsächlich, die haben erzählt, ja, wo ich diesen blöden Pilz finden kann. Diesen Trompette de la Mort. Ich habe es mir ja extra aufgeschrieben. Ach, der nächste kommt auch schon raus. Vielen Dank. Nein, ich will nicht wieder dich haben. Ich will den, den ich anvisiert hatte, haben. Dankeschön. Und es ist sehr viel einfacher, als wir dachten. Oder als ich dachte, besser gesagt. Ihr habt es natürlich alle schon gewusst. Weil ihr habt bestimmt die letzte Folge davor... War es die letzte Folge? Ich bin mir gar nicht sicher. Habt ihr sicher noch im Kopf gehabt. Ja, und zwar mussten wir, oder müssen wir jetzt immer noch, weil einer fehlt uns ja noch, die beiden Tränke zum Vergrößern und Verkleinern herstellen, damit wir diesen Pilz finden. Ja, damit wir dann wirklich mittels dieses Pilzes die Jahreszeit ändern können. Und ich bin so doof und bin da voll drauf reingefallen und hab's total vergessen, ehrlich gesagt, dass das so erklärt wurde. Und naja, jetzt dürft ihr sagen, Schande über mich. Waren das jetzt alle? Nee, das eine brauchen wir noch, ne? Die wuseln hier aber auch alle so durcheinander. Da weiß man überhaupt nicht mehr, was man jetzt gerade gemacht hat und was nicht. Haben wir jetzt zufällig ein weißes noch? Aber dann hätten wir direkt 3-3. Nee, dich meine ich nicht. Ich meinte eigentlich, dass Humas jetzt gerade nicht mehr im Bild war. Genau. Geh du mal wieder schlafen. Nee, das war ein schwarzes. Schade. Okay. Kann man nichts machen. Ist aber auch nicht schlimm. So. Dann kümmern wir uns natürlich darum, dass es unseren anderen Tieren auch gut geht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde müssen wir noch verbringen.
Jetzt läuft das natürlich gerade alles ein bisschen durcheinander hier. Muss mal eben schauen. Moment, das geht jetzt rein. Genau, dann muss ich dich mal eben ganz schnell... Ach so, nee. Bei dir können wir aber nichts machen. Dich können wir nur lieb haben. Gut, dann können wir doch zu dir. Weil sonst wäre ich nämlich wieder auf das Gleiche gegangen. Und das wäre natürlich Blödsinn. Und da die ja irgendwie alle gleich aussehen. Jetzt fehlt nämlich nur noch die Kuh. So, da brauchen wir ein bisschen Milch. Oder auch ein bisschen mehr. Immerhin haben wir diesmal zwei bekommen. Sehr schön. So, Kitty. Dich müssen wir auch noch mal kurz streicheln. Oh, who's a good kitty? Ja. Gut, wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde. Das ist übrigens auch der letzte Tag vom Tempo-Zauber, habe ich gesehen. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde. Da würde ich sagen, sammeln wir hier jetzt im Wald nochmal die Sachen soweit ein. Und danach gehen wir dann zu unserem Surferboy rüber und fragen den Kai mal, ob der eventuell heute Schokolade hat, weil wir die ganz, ganz dringend für unseren Zauber brauchen. Na, ich weiß nicht, ob das so clever wäre, wenn wir ihm jetzt sagen, dass wir das dringend für einen Zauber brauchen, aber wir gehen auf jeden Fall mal rüber und fragen mal nach. Der Bürgermeister, der faule Hund hier, sitzt einfach mitten im Regen im Wald. Is it a... It is a recipe. Ein Rezept? Das haben wir auch schon lange nichts mehr... da haben wir auch schon lange nichts mehr gefunden. Ente à l'orange. Cool. So richtig dekadent heute. So, sie ist noch nicht da. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann aber schon mal rüber. Ich glaube, wir hatten jetzt drei von diesen Häufchen. Halt, stopp, habe ich da gerade... Nein, nicht doch. Ich habe da doch noch was hinterm Baum vor allen Dingen gesehen. Ey, ganz ehrlich, wie soll man das jetzt bitte schön so sehen? Ich meine, klar, wenn man die Bäume abholzt oder so, dann wäre das noch in Ordnung. Da würde man das sehen. Aber so? Jetzt ist die Frage. Eigentlich müsste ich... Ich muss auf jeden Fall mit... Ach so, Moment. Bevor ich zu Wesley rübergehe, muss ich mal eben gucken, ob ich jetzt tatsächlich keinen... Oh, keinen Wein mehr habe. Und schwupps, kann ich direkt welchen einsammeln. Ja, wunderbar. Was ist das denn? Ach, Sauerkraut, okay. Gut, dann stellen wir mal wieder einen neuen Wein her. Was war denn mit Butter? Was ist das denn hier eigentlich? Ach, der Entsafter. Okay. Butter? Wie viel Milch brauche ich davon? Ja, ist doch kein Thema. Ach so, die kriegen wir aber sofort. Deswegen hatte ich die normalerweise nicht gemacht. Okay, aber immerhin haben wir jetzt nochmal Wein. Das heißt, ich meine, er ist ja noch ein bisschen länger da. Wir gehen dann mal eben ganz schnell zu Wesley. Schleimen uns nochmal ein bisschen ein. In der Hoffnung, dass er irgendwann nochmal mit uns zusammenkommt. I lent one of my books to Ariel. And when he gave it back, the spine was all creased. Who does that? Das finde ich schrecklich. Ach so, nein, halt. Ach, bin so doof. Nee, ich muss hier drauf. So, bitteschön. Nur für dich. Shelby ist hier als Zeuge unserer Liebe. I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Die immer noch nicht entstanden ist bei ihm. Aber irgendwann, irgendwann wird er sich in mich verlieben. Er muss. I'm glad your Gram wasn't here to see that sham of a trial. She would have given Otto an earful and then some. Oh, I bet you're right about that. We've lost so many in the past few years. I'm not going anywhere, though. Just watch him try to take old Shelby. Ja, wenigstens ist unser Herz da mal ein bisschen besser geworden. Dann schauen wir den Rest hier auch noch mal kurz an. Shelby and Lena seem real worried about turning the seasons, but I believe in you. You're spunky enough to turn the seasons all by yourself. Let's hope it never comes to that. Ach, aber das schaffe ich schon. Also wenn wir jetzt wirklich den Pilz noch besorgen können. Ich muss ja jetzt mal eben ganz schnell hier durch, weil die Zeit drängt natürlich auch ein bisschen. Before I met you, I thought berries were, I don't know, glittery and pink.
And sweet? Oh, please, Tara, we are not cakes. Und ich meine, süß ist sie ja irgendwie, ne? Also sie sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Also den Teil. Zephyr shares her treats she gets from Fairhaven with me. Chocolate is the best thing humans have done. Ich brauche vor allen Dingen Schokolade. Da fällt mir übrigens was anderes gerade ein. Das habe ich das letzte Mal vergessen. Und jetzt auch wieder. Ich wollte mal gucken. Genau, sie hat doch diese... Oh, die sind aber teuer. Magische Bohnensamen. Die werden wir bestimmt auch noch brauchen, oder? Minze. Minze habe ich ein paar von. Koriander habe ich mir mal 5 gekauft. Okay. Die sind wirklich teuer. Also ich muss echt noch mal Geld verdienen demnächst. Aber ich kaufe die mal. Und auch die anderen. So. Weil die könnte ich nämlich direkt mal da anpflanzen. Und auch wenn ich das jetzt vergessen sollte oder so, dass ich die noch gießen muss, dann habe ich es aber zumindest schon mal da und habe dann auch schon mal einen Teil davon gemacht, wenn ihr versteht. Deswegen, ich würde jetzt gerne erstmal gucken wegen der Schokolade und dann eventuell, wenn er mir die Schokolade verkauft, ach, wir gehen einfach mal erst hier runter, würde ich dann gerne gucken, dass wir das heute alles noch hinkriegen, soweit. So, Natalia called Sophia a witch, then she took it back? I think she's spending too much time in those mines. Maybe she ate a weird mushroom down there or something. But hey, I don't judge. Komm, Pilz. Pilz ist doch jetzt ein gutes Zeichen, dass du darüber geredet hast, oder? Nein, natürlich nicht. Der hat immer noch keine Schokolade auf Lager. Der will mich doch veräppeln. Ich kaufe mal ein paar Chilis, weil davon habe ich sonst keine. Paprikagewürz kann ich auch mal. Was ist mit Safran? Habe ich sonst auch keins. Das nehmen wir auch mal mit. Ich weiß ja nicht. Ja, doch, eigentlich ändert sich das immer, weil das ist nämlich nicht alles beim letzten Mal gewesen. Hat er davon nur noch 2 Stück oder wie? Er hat nur noch 2 Stück. Ja, komm, dann kaufe ich die auch. Das Leder ist mir allerdings zu teuer. Dann hoffe ich inständig für dich, Kleiner, dass du beim nächsten Mal Schokolade anbietest, weil sonst raste ich hier aus. Ich brauche unbedingt diese fucking Schokolade. Die brauche ich. Mann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich von dem ganzen Kram eigentlich noch genug habe. Ich guck mal eben nach. Ich glaube, ich habe aber genug Mehl. Oh ja, 49. Wobei, 1 kaufe ich dann noch. Dann haben wir direkt 50. das heißt, ich müsste rein theoretisch auch genug Köder haben. Nehme ich an. Ja, gut, kaufen wir noch 7 dazu. Dann haben wir da auch genau 50. Dann können wir dann nämlich ganz genau das machen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das gerne in dieser Folge noch beenden. Ach so, Moment. Ist der überhaupt sonntags da? Doch, sonntags auch. Und montags hat er dann geschlossen. Ich probiere das jetzt mal. Ich mache das ja normalerweise nicht und vor allen Dingen nicht in einer Folge. Aber ich probiere das jetzt mal, da wir jetzt so ungefähr die Hälfte der Zeit haben, dass ich den Tag mal überspringe. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten das unten reingemacht, oder? Ah, nee, ich kann ich ja gar nicht. Ich habe ja gar keine Schokolade. Ja, ja. Ach, ich rede heute wieder Blödsinn. Wobei, och, ich wollte eigentlich gerade zurückdrehen, wobei ich so einen Temposchubtrank nochmal machen sollte. Weil ich den nämlich... Oh, jetzt habe ich wieder kein Papier mehr. Wieso habe ich jetzt kein Papier? Ach so, das muss ich drin... Ja, ja, ja. Ach, warum können die Sachen nicht einfach nebeneinander stehen? Ich habe doch hoffentlich noch genug. Ja, habe ich noch. Okay. Stellen wir mal 3 her. So. Dann nochmal rein.
Und den Tempo-Schubtrank einmal gemacht. Zack. Damit wir den dann wieder auffüllen können. So, ich werde jetzt mal eben einen kleinen Cut machen, den Rest des Tages überspringen. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder und drückt mir bitte, bitte die Daumen, dass ich dann endlich diese blöde Schokolade kaufen kann. Bis gleich. Time for bed. So, wir sind wieder frisch, fromm, fröhlich, frei am Werk. Allerdings bin ich jetzt gerade überlegen, hier kann ich das nicht machen, oder? Ich muss das hier rüber machen. Ich müsste mir einen Temposchubzauber nochmal machen. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So, noch 4 Tage. Das ist wunderbar. Da hinten kann ich auch noch mal eben was abernten. Ich hoffe, ich denke dann noch dran. Ja, da kann ich sogar tauschen. Sehr schön. Also beziehungsweise neu reinwerfen. Ich hoffe, ich denke dann auf jeden Fall auch noch daran, meine Tiere zu füttern. Das ist nämlich was ich jetzt gerade aktuell nicht unbedingt machen möchte. Muss ich hier irgendwo noch was gießen oder so? Muss ich nicht. Sehr schön. Ach so, wir können ja noch gar nicht zu ihm gehen. Ah, der hat ja wieder erst ab 10 Uhr geöffnet. Ah, ich kriege die Krise, ganz ehrlich. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt offline nochmal eben hier alles einsammle und die Tiere fütter und so weiter. Und wenn wir denn gleich 10 Uhr haben, dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Und dann gucken wir mal, ob er jetzt wirklich die Schokolade für mich hat. Ich hoffe es wirklich inständig für ihn, weil sonst kriegt er irgendwann von mir eine drauf. Weil ich brauche die unbedingt, um endlich diese blöde Jahreszeit zu wechseln. Achso, vorher sollte ich bei mir dann natürlich noch die Blumen abernten. Aber das ist das kleinste Problem. Also da bin ich ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt am wenigsten. Ja, ich sag mal, bis gleich. Ihr seht das Gleiche, was ich jetzt gerade auch sehe, oder? Kann ich jetzt mit meinem Baum sprechen? Ahornsirup? Ein reichhaltiges Süßmittel von Ahornbäumen. Setze ein Zapfrohr, um es zu sammeln und koche anschließend damit 3 Tage. Hä? Okay. Können wir das jetzt in jeden Baum machen? Das ist ja cool. Das ist mal was komplett anderes. Krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So, dann machen wir uns jetzt mal auf zu unserem Surferboy. Wir haben, ich wollte gerade sagen, wir haben gleich, aber jetzt haben wir genau 10 Uhr. Dann hoffe ich mal inständig, ja, er hat schon geöffnet. Bitte, bitte, bitte. Ja, wir haben Schokolade. Ja. Oh, Ananas könnten wir auch eine kaufen. Die ist nicht ganz so teuer. Und ja, Safran könnten wir auch nochmal kaufen. Das ist auch nicht so teuer. Aber wir haben endlich die Schokolade. Jetzt kann ich auch mit dir reden. If you ever spot a spare coconut on the beach, I would be totally stoked. I get a little homesick sometimes. Ja, theoretisch. Ich weiß nicht, haben wir Kokosnüsse mal eingesammelt? Eigentlich nicht. Wolle habe ich aber ganz viel. Ach ja, stimmt. Da können wir direkt mal hier. Wow, kann nun sein Sortiment vergrößern. Auf zum Shoppen. Ja, ich guck mal eben. Oh je, oh je, je. Da müssen wir direkt mal nochmal Schokolade kaufen. Paprikagewürz. Naja, komm, ist jetzt nicht so viel. Avocado weiß ich jetzt gar nicht. Nee, da haben wir gar keine. Ich kaufe mal eine. Oder vielleicht auch 2. ja, aber ansonsten hat das jetzt nicht viel geändert. Aber wir haben so viel Wolle, ganz ehrlich. Da können wir nochmal 5 verkaufen. Und nochmal 5 verkaufen. Zack, da haben wir direkt nochmal. Aber wir haben nicht so viel. Aber wir haben auf jeden Fall wieder nochmal gut Geld reinbekommen. Das heißt, wir verkaufen nochmal 10.
Boah, okay, so langsam ist es, ja. Puh. Gut, für den Stoff würden wir jetzt nochmal gut was bekommen. Wir gehen jetzt aufs Ganze. Wir verkaufen Nummer 10 und dann 2. Ja, 2 reichen. Okay, dafür haben wir aber nochmal gut Geld bekommen, muss man jetzt auch dazu sagen. Die Wolle bringt's ziemlich gut. Und haben ein wirklich größeres Angebot. Was ist denn hier mit dem Zimt? Den kaufe ich mal komplett auf. Weil ich weiß halt nicht, ob ich die Sachen brauche, ne? Wir werden die sicher auch irgendwann mal selber anpflanzen können. Oliven haben wir ja. Einmal Paprika, na gut, das ist jetzt nicht so viele. Seidenraupen haben wir auf jeden Fall auch noch. Dann nehmen wir noch 2 Ananas mit. Dann sind wir gleich wieder pleite. Aber wir haben auf jeden Fall einiges. Oh, sehr schön. Der Laden ist ein guter Freund. Ah, cool. Aber das hat sich jetzt so... Nee, darauf hat es sich jetzt nicht ausgewirkt. Okay. So, es tut mir jetzt leid für alle anderen, die ich eigentlich gerne ansprechen würde. Wobei... Ach nee, Violet hat eh geschlossen. Die wäre jetzt die Einzige, wo ich jetzt gesagt hätte, da würde ich jetzt nochmal mit sprechen. Ich nutze jetzt erstmal die Zeit und... Was muss ich denn machen? Geh erstmal zurück. Ich bin ja schon total durcheinander. Und mach jetzt endlich einmal... Ach nee, ich muss ja erstmal den Cupcake überhaupt machen. Ah, dafür brauchten wir ja die Schokolade. Das war's. So, Moment. Dann gucken wir mal eben. Cupcakes. 2-mal Schokolade haben wir jetzt. Wieso haben wir nur 2-mal Schokolade? Haben wir nicht 3-mal sogar gekauft? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist mir auch relativ egal. Was war das denn? Weil wir haben jetzt endlich diesen blöden Cupcake hergestellt. Und dementsprechend können wir jetzt endlich den Trank machen. Das heißt, der dauert jetzt 8 Stunden. Das heißt, 18, ja, so 6:30 ungefähr ist der fertig. Ich würde sagen, weil das sind ja dann alle, die wir brauchen, ne? Wir haben, genau, wir müssen nur noch einmal den herstellen. Dann könnten wir nämlich um 6:30 den Trank nehmen, rübergehen, diese Schrumpflings-Dingsbums-Zeugs da holen. Und das ist dann das Einzige. Wo ist der denn jetzt reingegangen? Da wollte ich nicht rein. Das ist dann das Einzige, was uns tatsächlich hier noch fehlt, um... Ja, genau. Um den Winter einzuleiten. Ja doch, den Winter einzuleiten. Ja, sehr, sehr geil. Also, ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Ich werde dann die restliche Zeit noch ein bisschen vorspulen. Und wir sehen uns gleich sofort wieder. So, der Trank ist fertig. Und damit können wir jetzt endlich... unsere Quest weitermachen. Oh, ich bin ganz ehrlich, ja, nach der letzten Folge, wo ich so verzweifelt war und gedacht habe, ich finde diese blöden Pilze nie, habe ich mir dann irgendwann gedacht, naja, guck sie mal an, vielleicht gibt es da noch irgendeinen Hinweis, vielleicht hast du irgendwas übersehen. Mit dir konnte ich so lange schon nicht mehr reden. Sagst du noch was zum Prozess? Good thing Natalia saw reason in the end. Sophia lost her husband, but she kept her diner open and her daughter fed. How could a woman that good be a witch? Abgesehen davon, was wäre so schlimm daran? Das kommt ja auch noch hinzu. Übrigens, es wird trotzdem noch Wache gehalten, habe ich festgestellt. Ach stimmt, hier im Wald sind wir noch gar nicht gewesen. Weil, als ich nämlich zurückgelaufen bin, beim letzten Mal, wo ich mich schon verabschiedet hatte, da stand hier unser Bäcker-Lehrling, hätte ich jetzt fast gesagt. Unser Bäcker stand da drin. Da war noch was. Das nehmen wir noch mit. So. Ich hoffe, oben rechts war jetzt nichts, weil ich ehrlich gesagt jetzt nicht so hier durchlaufen möchte. Fragezeichen. Ach so, das geht erst um 7 Uhr, glaube ich. Ne? Dann warten wir noch mal eben einen kleinen Moment, bis es 7 Uhr ist. Und dann können wir die Mondblumen auch direkt mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich immer auf Mondblumen komme. Warum ich das sage, keine Ahnung. So. Sehr schön. Dann können wir die nämlich auch wieder so ein bisschen auffüllen. Wir hatten ja jetzt ein paar leider reintun müssen wegen der Magie. Und wir werden jetzt auch wieder Magie verschwenden müssen, wenn wir da reingehen. Violet, sieh dich vor, du musst mit mir mitkommen, weil wir werden jetzt verkleinert, vergrößert und alles durcheinander, nehme ich mal an.
So, das war einmal hier und dann gleich links rum. Da werden wir dann wieder gepackt, nehme ich mal an. Ja, natürlich. So, dankeschön. Ach so, genau. Ah, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben ja extra Samen gekauft. Das heißt, dass wir die auf jeden Fall auch schon mal hier reintun werden. So. Und da tun wir die anderen rein. Aber ich hatte doch noch was... Hä? Ich hatte doch noch was extra geholt. Noch was Drittes. Was soll ich denn damit machen? Kann man die einfach so benutzen? Weil jetzt können wir nämlich nichts mehr anpflanzen. Komisch. Hm. Das war doch hier oben mit diesem Feenkreis, ne? Lasst mich durch. Ich muss zum Feenkreis. Ich habe eine wichtige Aufgabe. Alright, let's do it. Huh, I don't feel any different. Oh my goodness. Oh, I hope there aren't any bugs around here. We probably look delicious. Let's snag that mushroom before any creatures get ideas. As long as we're within the Fey Ring, no harm should come to us. Don't venture outside the ring. I don't want to get squashed by a spinner. If you want to get big again, we'll need to use the grow potions. But I think we should explore everything here before then. Okay, wir müssen den Pilz finden. Wir werden aber erstmal alles einsammeln, was wir generell hier finden. Ich habe auch schon gesehen, da hinten ist auch noch so eine Blume. Ah, der Pilz ist hier vorne. Okay. Tada! Wir nehmen aber einfach mal alles die Runde hier. Yes, another one! Over the years, the gloaming itself has changed. It used to be fully alive, you know? Everything bloomed. But now there are some places where nothing grows. I worry. That when Violet and Sebastian are grown, there'll be nothing left. She was always stressed. I thought it was because she had a lot to manage, being the mayor's wife and her mom and all. But this must have stressed her out too. Because it affected you and your brother. And she was right to be worried. Ja. Aber sonst können wir hier nichts mehr nehmen, ne? So das Ding hier, nee, das Steinchen oder was das ist, können wir auch nicht mehr nehmen. Okay, raus können wir auch nicht aus Versehen laufen, von mir aus. Ja, dann würde ich sagen, muss ich mit dir reden oder kann ich das einfach so nehmen? Was? Ach, das war die Hochzeitstorte. Die haben wir immer noch nicht gegessen. Könnte sein, dass die vielleicht nicht mehr genießbar ist nach so langer Zeit. Wo haben wir denn jetzt den Cupcake, war es wahrscheinlich? Oder haben wir den Cupcake... Nee, wir haben eben was getrunken, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Den Cupcake finde ich jetzt nicht. Ich würde aber gerne was finden, womit ich mich wieder groß machen kann. Ach so, das war das. Ach, ich guck mal wieder. Strecktank, genau. Okay, nee, dann haben wir doch den Cupcake eben gegessen. Violet, wir gehen wieder. Please don't let me stay small. Please don't let me stay small. Oh, I'm not gonna lie. I was a little worried we'd be stuck this way forever. Now, let's go before we have to use more shrink potions. Mhm. Als Belohnung erhalte ich... Ach, einen Schwebetrank. Ah, cool. Nein, ich möchte jetzt keinen Cupcake mehr essen. Ich habe auch keinen Cupcake mehr. Ich wollte den gerade schon einsammeln, weil ich gerade kurz gedacht hatte... dass man den einsammeln muss. Hier, das ist jetzt aber nicht zufällig ein extra... Ach doch... Ah, dann habe ich das doch noch richtig im Kopf, dass hier so eine extra Ecke ist. Ja, cool. Dann machen wir das natürlich auch. Für Bohnenranken. Oh. Also entweder ist das eine Brücke als Abkürzung oder es könnte sein, dass wir da in 4 Tagen, wenn wir regelmäßig gießen, in eine andere Welt hochklettern können. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, jeder kennt, ne, die Geschichte mit dem Jungen da mit der Bohnenranke und dem Reich der Riesen. Mal schauen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist es nur eine harmlose Brücke als Abkürzung.
Aber wer weiß es schon. Okay, jetzt sind sie alle wieder da, aber ich muss natürlich noch die Jahreszeit ändern. Achso, ich weiß nämlich nicht, wie viel ich dafür aufwenden muss. Ich weiß, dass der Zauber ziemlich viel weggezogen hat. Spinnt man da mal eine. Und den Rest machen wir tatsächlich mit den Brombeeren. So, dann möchte ich mal eben kurz... Ach, wisst ihr was? Ich mache das einfach so, dass ich tatsächlich mal eben kurz nach Hause porte, also fliege. Einfach nur, weil ich gerade Lust habe, nochmal den Besen zu benutzen. Und wir sowieso Schwebetränke bekommen haben, also ist es nicht so schlimm. Das war übrigens gar nicht mein Zuhause. Okay, ich habe aufs Falsche gedrückt. Ist aber nicht schlimm. Wenn der Nachbar mich jetzt gesehen hätte, dann hätte es vielleicht schlimm werden können. Aber er hat mich zum Glück nicht gesehen. Er scheint irgendwie schon im Bett zu liegen oder so. La la la. Hatte ich meine Tiere? Doch, ich hatte meine Tiere jetzt gefüttert heute, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir machen den Zauber. Winterritualzauber. Zack. Ich sag ja, der verballert sehr, sehr viel. So, und wir haben kurz vor 8. Das ist also nicht schlimm. Was wir wohl... Na ja, gut, das oben verdirbt jetzt natürlich. Was wir machen sollten, auf jeden Fall... Na ja, ist jetzt schade um den Kürbis und so. Die Sachen, die noch wachsen, ne? Also mit den Blumen, bin ich ganz ehrlich, ist es natürlich sehr, sehr schade drum. Aber ich weiß ja, dass sie dann immer wieder alle eingehen. Deswegen nehme ich die jetzt schon mal alle raus. Im Moment zumindest brauchen wir ja jetzt nicht zwangsläufig Honig. Nein, du sollst die Blumen nehmen, wo ich vorstehe. Nein, immer noch die Blumen, wo ich vorstehe. So, und dann werden wir uns, ich denke, das ist dann ziemlich genau hier, nochmal rüber teleportieren. Also, beziehungsweise fliegen. Und dann würde ich sagen, auf zum Ritual. Have you prepared the winter ritual incantation? I have it, and I'm ready to change the seasons. Good. Then let us begin. Witches of the Fairhaven Coven, take your places around the circle. Once again, we turn the wheel of the year. From witches new and witches old, we greet the coming of the cold. We call forth the spirits of quiet and reflection. We call on the candle's flame, surrounded by darkness. We say goodbye to the bounty of the fall harvests. And welcome winter! It's snowing. I love snow. A good sign it is, too. Means the island is in harmony with itself. I'd say I agree with you, Farseer, but, Belladonna's knickers, it's coming down hard now. Quick, everyone get home. I don't want to treat any of you for frostbite tomorrow. Okay, wir haben belebenden Trank bekommen. Oh, das ist klasse, weil die können wir nämlich gut gebrauchen. Schauen wir noch mal eben... Och, jetzt hat sich auch die Farbe oben links geändert. Schauen wir noch mal eben, ob die was Neues sagen. It may be said by some that the Farseer speaks in riddles, but that's only because so much of magic is unknowable. And what we do know is always changing. Okay, also ich behaupte mal einfach, nein, die sagen nichts Neues. Aber ich möchte gerne, bevor ich jetzt rübergehe, nochmal schnell die Magie hier aufladen. Das ist auch 38. Oha, Moment, dann spenden wir da mal zwei von. Und hier auch nochmal eine. Und noch eine von den Blaubeeren. Zack. So, dann haben wir die Magie auch wieder aufgeladen. Alles geschafft bis 20 nach 8. Ist doch wunderbar. Dann fällt es auch niemandem auf, wenn wir hier aus dem Wald rausgehen und uns auf dem Weg nach Hause machen. Weil, ja, ich wusste, dass er jetzt davor steht. Ich wusste es. Weil wir ihn ja auch da in der Nähe gesehen hatten.
Aber ist nicht schlimm. Jetzt haben wir 8:30. Ich meine, das ist ja eine normale Zeit. Sollte sich keiner darüber pikieren, wenn ich da irgendwie um 8:30 aus dem Wald rauskomme. Ha, ich bin happy. Ich habe es endlich geschafft, die Jahreszeit zu wechseln. Ja, mit dem Anpflanzen, das ist jetzt so eine Sache. Wobei, die sind noch nicht kaputt gegangen, die Blumen. Oh nein, jetzt sag mir bitte nicht, die hätten überlebt. Nein, ihr Schweine, ich habe das extra wegen euch alles weggemacht. Nee, die Blumen kann ich... Achso, Moment. Kann nicht angebaut werden? Ah nee, ich habe einfach gar keine mehr davon. Aber die können nicht angebaut werden. Die sind aber noch drin. Die sind noch nicht kaputt gegangen. Das verwirrt mich jetzt dann doch. Ich nehme die mal einfach raus hier. So. Weil ich denke, die werden wahrscheinlich kaputt gehen, wenn ich einmal geschlafen habe. Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden da mal gucken. Wir werden da mal welche, die dann aktuell sind, auf jeden Fall anbauen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin super happy, dass wir jetzt im Winter angekommen sind. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Oh shit. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.